Welcome back. Am Donnerstag, die Woche ist bald überstanden, es dauert nicht mehr lange. Ich hoffe, es klappt auch alles mit dem Raushauen, aber warum sollte es nicht klappen? Die Testaufnahmen... Halt, was mache ich denn hier? Die Testaufnahmen haben alle funktioniert. Und ich würde mal sagen, ich mache jetzt mal ganz grob die Basis für ein Fundament. Braucht ihr für ein Fundament Steine? Ich glaube nicht, ne? Weil... Wo ist es denn? Da. Genau. Weil ich, mal gucken will, ob ich da hinten in diesem flachen Gewässer mir ein großes Fundament bauen kann, auf dem ich irgendwann mein Haus baue, das auch auffällt, wenn ich durch die Gegend reise. Scheiß Nebel, gerade sagen. Es wäre natürlich, hilfreich, wenn man was sehen könnte mit den Inseln, mit der Ausrichtung, aber ich glaube, das spielt erstmal keine Rolle. Insofern nehme ich euch jetzt natürlich erstmal mit und gucke, was geht. Das meine ich, also mir wurde gesagt, gegen Haie ist sie genauso effizient wie eine Steinaxt, also kann ich sie jetzt auch erstmal verbraten, bevor ich mir eine Steinaxt baue mit den Rohstoffen. Ein Hammer hatte ich irgendwo, glaube ich, hingelegt. Werde ich auch wieder finden, keine Sorge. Nur Seile dürfte jetzt erstmal knapp werden. Dahin. Oh, krass. Wisst ihr, was es bei mir heute gibt? Ja, heute ist Samstag, mein Aufnahmetag. Und bei mir gibt es heute Blumenkohl. Ich bin absoluter Blumenkohl- und Brokkoli-Fan. Andere werden sagen, Brokkoli. Brokkoli, Brokkoli-Husten. Wie auch immer. Ich liebe es. Beides. Lol. Was denn jetzt? So viel dazu. Tut mir leid. Warum auch immer mein Wecker klingelt. Ich werde mir schon was dabei gedacht haben und wieder vergessen haben. Warum auch immer. So, dann gucken wir mal. Wir hatten hier noch, genau, einmal Kartoffeln. Die nehme ich noch mit. Und pirsche ich jetzt mal bei Tageslicht. Das sind ganz schön viele Palmen, ne, muss ich sagen. Da haben wir einmal Yucca. Dann hatte ich drei Kartoffelpflanzen und zweimal Yucca und drei Kartoffelpflanzen. Wenn ich das noch so richtig in Erinnerung habe, ich jetzt auch noch eine Palme zwischen. Die Base ist nicht verkehrt. Also das heißt, vor allem, wenn man denn hier bauen will, Krabben habe ich auch jede Menge. Vor allem große Krabben hier. Wie war das? Ich muss immer eine blaue, eine rote übrig lassen. Wie ich hier hin und her rutsche. Kriegen wir hin. Yucca ist ein bisschen mau. Gut, dann holen wir jetzt erstmal die Palme hier raus. Sofern sie sich rausholen lässt. Doch, jetzt. Das heißt, ich habe... Hat ein Yucca-Busch zweimal Seile, ja? Da war die andere Yucca. Okay. Ziehe ich sie noch? Ja, ich ziehe sie noch. Boah, ich bin so stark. Ich glaube, das ist sowieso die beste Methode. Erstmal alles ranziehen, dann einsammeln und dann werde ich offscreen die ganzen Dinge zerlegen. Und dann wieder einschalten, wenn ich die Fundamente versuche zu bauen. So mein Plan jetzt. Aber jetzt hier zum Abholzen nehme ich euch natürlich mit. Aber das Zerlegen der Palmen mache ich mir ganz kurz offscreen. Ich glaube, das will keiner wirklich sehen. Ich meine, der eine oder andere, dem ist das einfach scheißegal. Hauptsache, ich bin dabei. Vielen Dank. So, wartet mal. Kokosnüsse. Hat der Stein hiervon auch schon gelegen oder ist er von der Palme gefallen? Also Potenzial hat sie, ne? Es ist viel Holz da. Krabben sind da? Warte mal, die Feuerstelle müsste ich auch noch bauen. Ich glaube, das mache ich als erstes. Ach so, da war ja auch noch was. Wenn ich... Ich brauche die zweite Stufe vom Feuer. Und dann musste ich...
Oh, Soad, du wirst mich schlagen. Ich glaube, rutschende Babykrabben, alles klar. Ich glaube, ich musste Sticks drauflegen und konnte dann einen Grill drauflegen, um dann die Krabben in Masse darauf zu hauen. So war das, ne? Und Fischfleisch und Haifleisch, die es hier irgendwie. Mann, no! Die es hier irgendwie nicht gibt. Blödes Ding. Genau. Jetzt habe ich hier nur noch. Ne, da ist noch eine große. Naja, was heißt groß? Sie ist ausreichend. Kurz hier rüber pirschen, ob hier irgendwo noch Steinchen liegen. Schade, dass man keine Rochen grillen kann. Ich glaube, das wäre das Erste, was ich versuchen würde, wenn mir ein Rochen hier am Strand lang schwimmt, den aufpieksen und dann grillen. Ich meine, Rochenfleisch, das ist reines Muskelgewebe da in den Schwimmflüssen. Wenn das nicht genießbar ist, dann weiß ich auch nicht. Hallo, danke. Und sobald ich denn hier ein Fundament aufgebaut habe, werde ich lospirschen auf die Nachbarinseln und hoffen, dass ich sowas wie Morphin, Eimer. Oh Gott, das muss ich mir merken. Das muss ich gleich da rausholen. Machen wir gleich, bevor ich es vergesse. Oh lol. Ihr sagt doch nichts, ne? Wartet mal. Moment. Guckt mal. Ich habe nämlich gerade was gesehen. Ich habe einen Schatz auf meiner Insel. Ich habe einen Schatz. Gut, wir haben Bandagen. Wie war das? Claude und Klos und Panzertape, ne? Nee, ich nenne es Panzertape, Ducktape. Dann habe ich eine Bandage. Na, seht ihr. Also es geht. Das Wichtigste haben wir schon mal. Naja, nicht das ganz Wichtigste, aber wir haben ja noch ein bisschen Potenzial. Da hinten sind überall Inseln. Ich habe nur keine Ahnung, was dieser Marker macht. Das werde ich wohl noch rausfinden oder mich belesen müssen. Oder spätestens sehen, wenn ich losfahre. Jetzt ist nur die Frage, inwieweit nehme ich den Marker mit? Vor allem, was markiere ich? Markiere ich damit wirklich die Inseln, um sie besser wiederzufinden auf der Ferne, oder? Das Yucca wächst verhältnismäßig schnell, ne? Wie ich das gerade so sehe. Ach, guck mal. Jetzt kommen die Schattenecken weg und schon sieht man hier rumliegende Steine. Ich fühle mich hier gerade wie im Solarium. Ich liebe diese Softboxen. Also das war eine Investition, die sich gelohnt hat. Weil ihr werdet es ja wahrscheinlich verstehen, als wenn ich von der Sonne da selbst angestrahlt werde. Aber so fühle ich mich auch. Also es fehlt eigentlich wirklich nur noch ein bisschen UV-Licht, um dann nebenbei noch ein bisschen Bräune abzugreifen. Und insofern, ja, habe ich alles richtig gemacht. Und by the way, das war natürlich nur wieder durch euch möglich. Das heißt, die Qualität. Ist ja. Nein! Hier geblieben. Die Qualität natürlich. Oh. Pocket Knife. Darf ich auch nicht vergessen. Pocket Knife sollte ich immer liegen lassen, da wo ich hinfahre. Aber ich kann es natürlich erstmal verwenden, um. Was kann ich denn damit eigentlich machen? Außer ein bisschen Pflanzenfasern zu sammeln. Habe ich alle Palmen? Ich glaube ja, ne? Das ist Yucca. Da liegt noch ein Stick. Krieg ich den mit? Nö. Okay. Bringen wir erstmal kurz alles weg hier. Taschen leeren. Kriegen wir noch mit. Siehste. Es wird. Gott, was hier. Na gut. So, die Steine bringen wir mal dahin. Also entweder kommen die Haie noch oder Kartoffeln oder sowas habe ich noch nicht ausgelagert, ne? Ducktape, da. Okay.
Hammer. Okay, wir haben eine Bandage. Yay. Achso, dieser Marker. Der Marker. Der mag mich. Oder auch nicht. Keine Ahnung. Oh, jetzt sieht hier irgendwie ganz schön kahl aus, ne? Sind wir schon wieder beim Karl? In der letzten Aufnahmesession hatte ich auch irgendwas mit Karl zu tun. Nee. Doch, weiß ich nicht. Und bin dann irgendwie auf Otto gekommen. Warum auch immer. Anderes Game, andere Sitten. Was war das gerade? Hat mir hier noch irgendwas angezeigt gerade. Oder doch nicht? Crabs, Crabs, Crabs. Okay. Dann werde ich mir jetzt wohl noch einen Speer machen. Ja, Krabben gibt es mehr als genug. Ja. Sieht ganz gut aus. Dann werde ich mal ganz grundlegend ein Feuer erstmal bauen. Das ist, glaube ich, am wichtigsten. Ein Bett habe ich. Das steht auch... Naja, trocken ist anders, aber es steht nicht so schlecht. Dann bauen wir uns mal ein Feuer, aber das... Oh. Nee, nicht anzünden. Noch nicht? Ich bin... Oh Gott. Alter, das ging doch letztes Mal besser. Letztes Mal hatte ich das irgendwie... Brauche ich das hier? Oh, weia. Wartet mal. Wir machen jetzt mal Probe aufs Exempel. Ah, ich hab's mir gedacht. Es sei denn, ich baue auf der Höhe. Dann baue ich die gesamte Fläche hier. Mann, wenn er später auch einen Steg bauen kann? Okay, also es gibt hier definitiv Möglichkeiten. Ach, come on! Ich weiß es echt nicht mehr, Leute. Keine Ahnung. Wie war das? Habe ich überhaupt schon mal die Ecke abgegrast wegen Steine? Das Problem ist, wenn ich fürs Campfire 8 Steine brauche. Das weiß ich nämlich wirklich nicht mehr. Es ging beim letzten Mal erstaunlich gut. Und das... Das ohne, dass ich großartig nachgeguckt habe. Aber jetzt fehlt mir tatsächlich die... Inspiration, das Rezept direkt zu wissen. Gut, wir haben noch einen Stein gefunden. Ich bin schon mal happy. Und eine Kokosnuss. Hey! Ist mir hier durchs Unterholz pirschen? Wie war das denn hockend da? Wer weiß, was hier noch Schönes liegt. Und nein, ich gucke nicht grimmig. Das ist so. Das muss so. Das ist wie eine Kokosnuss, ne? Hier ist ein großes Blatt. Na gut. Vor allem ist die Frage, mit welcher fange ich an? Tatsächlich sieht die... Pardon. Für meinen Stimmbruch wollte ich gerade sagen. Nein, ich habe keinen Stimmbruch. Sieht die am dichtesten aus. Vorhin auch, wo ich mit dem Boot runtergekommen bin, die war fast komplett... Brauchte ich da ein Seil für? Nein, ich brauche doch kein Seil. Wie es schon wieder Nacht wird, ne? Ey, das ist Wahnsinn, wie schnell die Zeit hier verrennt.
Gut, ich schlag mir mal ganz kurz ein paar Sticks, aber ich meine, ich brauchte nur Steine. Was ist das denn jetzt gerade für ein Nicht-Einfall? Vor allem das Schlimme ist, wenn ich mir jetzt davon so ein hammergroßes Feuer mache, ne? Das ist ja, mag ja schön und gut sein, aber... Mal ernsthaft, ich könnte mir keine Crude X mehr, nichts mehr bauen. Und wäre dann von vornherein gezwungen. Sechs Steine brauche ich. Okay. So, und ich könnte mir vorstellen, dass ich für den letzten... Nicht schon wieder. Für den letzten Part mehrere Sticks brauchen werde. Ich soll nicht zum Draufhängen, sondern einen Grill drüber bauen. Aber mal ernsthaft, ich meine einen Holzgrill. Ich versuch's mal. Wir schlagen uns noch ein paar. Also das heißt, ich habe jetzt auch noch ein Potenzial für eine Axt, für einen Speer und... Es wird dunkel. Nee, ist egal. Das haben wir jetzt zu Ende. Das Komische ist, ich kann mich nicht entsinnen, das gelesen zu haben. Jetzt mal ernsthaft. Ich meine, wenn da wirklich ein Grill drüber geht, ich weiß, dass Soot sich mit Sascha darüber auch unterhalten hatte, ob das funktioniert hatte, weil er das auch nicht kannte. Auch schön, wie ich hier gestapelt habe, ne? Hammer. Ja gut, ich werde definitiv Seile brauchen dafür. Da führt wahrscheinlich kein Weg dran vorbei. Wie soll man einen Grill bauen, ohne das Ganze zu befestigen? Das sagt mir jetzt gerade die Logik. Wahrscheinlich brauche ich ja 3, 4 Seile. Nun wachs doch mal schneller. Gut, Jungs, Mädels, machen wir Folgendes. Die Folge ist jetzt zu Ende. Ich werde jetzt kurz cutten, werde die ganzen Dinger hier auseinandernehmen. Also die Dinger hier in Form von Palmen nennt man die. Wie sieht überhaupt mein Hungerstatus aus? Könnte mal wieder was passieren. Ich werde mich vollstopfen. Ich werde die Palmen zerlegen in ihre Einzelteile. Und werde dann nachher einschalten, sobald ich alles kaputt habe. Für euch ist es natürlich jetzt wieder eine Folge. Der Donnerstag ist vorbei mit dieser schönen Folge. Oh, ja, ich weiß. Aber ich denke, 17 Minuten reichen auch, weil die Renderzeit für Stranded Deep mit Facecam ist doch ziemlich hoch. Und auch wenn ich jetzt am Stück gerne... Oh lol. Nee. Nicht rumbacken. Ich liebe Alpha-Bugs, aber nein, nicht so früh. Die Folge ist, ja, relativ kurz vielleicht für den einen von anderen von euch, aber für mich ist es ein bisschen einfacher, die kurz zu halten. Insofern einfach am Montag wieder einschalten. Macht's gut, meine Süßen.